Und willkommen im nächsten Part von Mario Party. Ja, im letzten Part haben wir es geschafft, ganze 3 Sterne zu kassieren. Und wie man Mario Party kennt, werden wir es alle verlieren. Wir sind ja erst in der 22. Runde von 35. Das heißt, es dauert noch etwas, bis wir am Ziel sind. Schon wieder falscher Knopf. Und bis dahin können uns viele Sterne weggenommen werden. Augen zu und durch, würde ich sagen. Das Problem ist ja auch, dass so viele noch ihre Blumen da haben. Das bedeutet, es kann so schnell passieren, dass die Sterne wieder verschwinden. Und wir haben keine einzige Blume, soweit ich weiß. Right, wer weiß, right, right. Ja, gecheckt. White Flag, gut. Haha, Luigi ist schon mal wieder weg. Wario ist auch schon weg. Und Peach ist weg. Oh, muss mich gerade etwas konzentrieren. Mir hilft nämlich das A, B nix. Da ich hier nur Zahlen draufstehen habe, toll. Ja, ja, wir haben gewonnen. 10 Münzen. Oh, mit den Münzen sieht es aber mager aus, muss ich sagen. Haben alle für Sterne ausgegeben und ja, die haben sie einfach geklaut. Das bedeutet, keiner kann mindestens eine neue Pflanze pflanzen. Mindestens eine gute Nachricht. Luigi kann sich auch keinen leisten, ist ja klar. Ja. Noch stehen wir super und Luigi darf sich sogar nicht bewegen, noch besser. Oh, 8. Da kommen wir schon in die Nähe. Ne, wir gehen vorbei. Ja, ja, wir haben leider nicht die Münzen, um eine Pflanze noch draufzustellen. Leider. Und was haben wir denn hier? Danke. Mario, hol dir den Ball. Die Bombe. Danke. Ja, nimm und rein. Das nenne ich Teamwork. Finish. Zwar will ich auf keinen Fall, dass Mario gewinnt. Wegen unserem letzten Brett. Aber ich will auch gern die Münzen haben. Und die 2 verlieren sie sogar noch. Ich liebe Marios Gesicht, wenn er aufsteigt. Immer mit seinem Schnurrbart. Mario ist sogar in der Nähe von uns. Was, naja, nicht viel zu heißen heißt, aber er ist in der Nähe. Und landet immer auf roten Feldern. Weiter so, Mario. Luigi bleibt toppen. Und wir gehen weiter. Also ich meine, ich brauche die Münzen nicht mehr, da wir genug Sterne haben, also ja, natürlich. Die Pflanze verschwindet ja auch nicht, wenn man drauf landet und keinen Stern hat. Daher, ja, hat's nur Vorteil. Oh, alle gegen Mario. Das ist ja auch cool. Erst mit ihm zusammengearbeitet und jetzt wieder gegen ihn.
Ja, das kriege ich schon hin. Oh, ich mag's da hinten nicht. Aus dem Weg, Peach. Gib mir die Münzen. Ich muss mir noch eine Blume kaufen. Irgendwann ist da, wer ist denn da? Peach. Steht mir sowas von im Weg. Nein, die gehen dahin, die gehen dahin, die gehen dahin, die gehen dahin. Ey. Ah, zu weit, zu weit, zu weit. Ah ne, hier haben wir versagt. Schade. Haben wir nicht so viel Münzen gemacht. Pff, nicht so viel, sagen wir mal kaum. Oh, Wario kann sich sogar noch eine Blume leisten. Ich hoffe, er kommt auf kein Fragezeichenfeld. Denn sonst wird es ja noch gefährlicher, als es eh schon ist. Ja, mach doch noch mehr Kohle. Und man bekommt jetzt sogar schon 20 Münzen bei Koopa. Ja, seine eigene, toll. Und Luigi darf auch mal wieder. Ich habe es eigentlich abgesehen auf den vierten Stern schon. Sicher ist sicher. Bonussterne können uns auch nochmal helfen, allerdings ist ja nicht sicher, dass wir sie bekommen. Daher, ja, sammle ich lieber so viel ich kann. Na, 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 na. Oh. Hey, runter mit euch jetzt. Toll. Hey, jetzt springt doch nicht dauernd auf mir. Peach ist schon mal weg. Ah, schade. Ne, die zwei kriege ich nicht mehr. Ich will natürlich immer mein Bestes geben in den Minispielen, wie gesagt, wegen den Bonussterne. Beziehungsweise auch, um Kohle zu bekommen und sich vielleicht sogar den nächsten Stern zu leisten. Und die letzten 10 Runden sind angebrochen. Es wird immer spannender. Hoffentlich geht sie gleich zu Bowser, dann habe ich das Problem nicht. Yes! Da ist Bowser. Und wie es aussieht, geht er genauso wie ich auf Nummer sicher und will mir unbedingt den Stern abnehmen. Wie viele Pflanzen hat denn jetzt eigentlich Wario? 2, 3, 4, 8, 12? Kein Plan. Ich muss mal kurz rumgucken. Naja, hier. Also, wie viele haben wir denn? Gehen wir mal rum. Ich sehe 1, 2, da ist nix. Nur 2 hat er. 1, 2, 3, ah 3, wusste ich auch, dass er 3 hat. Da hinten ist ja nichts, gell? Nee, da hinten ist nichts, okay. Nein! Und da verlieren wir auch gleich den Stern an ihn. Es war nur eine natürlich, aber... Na gut, es war vorauszusehen, muss ich sagen. Wir sind zwar immer noch Erster. Münzen haben wir sogar zufällig gleich viel, auch cool.
Also, was haben wir hier? Was? 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 Ah, ist ja nichts Neues. Okay, alles Wario wegnehmen, damit er bloß keine Münzen kriegt. Erstmal hier eine Nachtruhe holen. Wario holt sich natürlich gleich die Fette. Hätte ich eigentlich auch machen können, aber gut. Komm, halten wir noch ein bisschen auf. Ups, muss ich aufhalten. Ah, jetzt muss ich aber auch langsam hoch. Und da ist es weg. Und jetzt holen wir sie uns. Hau ab, Wario. Du hast keine Chance. Peach, mach schneller! Ne, das wird nix. Ich geh lieber zur Seite, damit sie da runterfällt. Oh. Hol mich erst hoch. Und Wario ist zu blöd, das zu kapieren. Daher kann ich mir die große gleich mal schnappen. So. Die haben wir schon mal. Jetzt noch ein paar kleine. So. Gibt's noch eine? Ich weiß es gar nicht. Ah, da. Oh, toll. Das habe ich zu spät gesehen. Okay. Macht aber nichts, Hauptsache. Ordentlich Münzen abkassiert. Toll, nur eine war drin. Hätte sich sowieso nicht gelohnt, von daher. 18 kassiert. Leider muss ich ja mit Peach teilen, aber... Naja, was soll's. Und 10, sie will auch schnell wieder weg. Sie kriegt auch einen leckeren Kuchen. Kennen wir ja bereits zu Genüge. Damit hat sie keine Münzen mehr, ist auch gut. Beziehungsweise eine, ja. Den sie aber auch hier wieder verliert gleich. Wäre aber cool, wenn es bei einer richtigen Lotterie auch ginge. Das kostet 5,90 €. Oh, sie haben nur 2? Dann geben sie halt die 2. Naja, wissen wir. Und Peach zieht sogar eins aus. Doch, doch. Wario mit dem Stern. Luigi irgendwo nirgendwo. Ist auch gut. Gut, seine eigene Pflanze. Also ich wusste, dass mir viel Pech passieren wird. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass Wario das Glück dafür hat. Das geht mir jetzt langsam auf den Keks, Wario. Was? Warum alle gegen Luigi? Wir gegen Wario. Er hat 2 Sterne. Ja, toll. Da bin ich zu blöd zum Zielen, muss ich sagen. Ah, das Spiel konnte ich noch nie. Ich hab's heute auch nicht gelernt. Ah, der Wind stört auch ein bisschen. Ach so. Ey, ich kann nicht zielen hier.
kann es einfach nicht. Also, tut mir leid. Flieg irgendwo hin, nur nicht dahin, wo ich soll. Ne. Verlieren wir mindestens was? Ja, gut, 5. Wario macht es aber auch nichts Großartiges aus. Weil er hat ja auch genug Münzen. Der kann sich sogar den dritten Stern leisten. Also so schnell habe ich noch nie erlebt, dass es sich ändert. Hauptsache, wir hatten am Anfang des Parts 3 Sterne, alle anderen 0. Und jetzt kommt Wario mit seinen 3 Sternen. Damit steht es 3 zu 1. Es wird doch noch ein knappes Rennen, muss ich sagen. Mal sehen, ob wir es schaffen werden. Oh, noch eine Pflanze oder was? Und wie? Das bedeutet, sogar Peach und Luigi können uns Probleme machen. Also das wird richtig, richtig knapp, das Rennen. Mal sehen, wer gewinnen wird. Vielleicht sehen wir es in den letzten... Ja, in den letzten Runden. Also im nächsten Part. Bis dann, ciao.